Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Mecklenburg Vorpommern 2019, der MVP 19. Heute mit dabei der Lenny, der Michael, der Florian, der Manni und der Paul. Ein wunderschön. Hallo. Ich habe dem Michael gerade schon gesagt, wir brauchen gar nicht selbst vermarkten. Wir haben hier eine Anbindung bekommen ans Milchwerk. Ne? Da kannst du hier einfach so rangehen, drückst hier einmal R und kannst dir sagen, wir verkaufen das komplette. Die komplette Milch und dann holen die für 31.000 Euro holen sie die ab. Wir können für 31.000 Euro können wir den Milch auch fahren lassen. Ja gut, das stimmt. Aber die holen Milch? Achso, wir kriegen für die Milch 678 ist der Marktwert. Also wir kriegen knapp 400.000 Euro. Stimmt das denn dann mit dem Verkaufspreis an der Verkaufsstelle oder ist das ein anderer Wert? Warte. Ist der höchste Verkaufspreis? Ja. So, ich wollte es nur gesagt haben. Also, ne? Frag mich, ob bearbeitet sein will oder nicht. Ich mache ihm einfach mal kurz den Trailer voll hier, ne? Ich fahre schon mal weg. Ich habe ja gesagt, ich muss die Kühe noch füttern. Wir haben nur noch 700.000 Liter Mischration drin. Mensch. Das hat ja nix. Michael überlegt gerade noch, verkaufen oder nicht. Ich warte, dass du fertig wirst. Wie ich, dass ich fertig werde? Du bist am Milch rauspumpen. Achso, ja. Oh, hier hat einer einen John Deere verloren. 100.000 Liter Mischration ist aber auch nur ein. Ist Tag, meiner. Ne? Bin mir gerade nicht sicher, wie viel das aktuell ist, aber ja, es könnte hinkommen. 2000 Kühe, 600 Liter pro Kuh, glaube ich, waren es. Ja, irgendwie so. Also, unser Trigger ist jetzt hochgeschraubt auf, ich glaube. Raus? Wie bitte? Wie ziehst du denn da raus? 100.000 Liter? Warum? Läuft immer noch? Ja. Ja. Sei doch mal nicht so. Was ich gerade sagen wollte, unser. Meine Arbeit wegnehmen und dann mich hier noch blockieren hier. Mann. Ja, dann hol doch schon mal deinen LKW. Da steht keiner mehr vor. Das hast du mir nicht gesagt. Mein Mischfutter kippt, aber kippt auch irgendwie nicht. Ist vielleicht der Trigger voll? Interessant. Es wird weniger im Anhänger, aber nicht. Ah, jetzt! Hä? Komisch. Ganz, ganz komisch. Na gut, lassen wir mal kurz. So, leer ist er. Achtung, Lenny, ich muss hier mal kurz drehen. Ich bin das von dir gewohnt. Ja. Also, mehr als nur stehen bleiben kann ich nicht. Sei doch mal nicht so ein Anti-Man. Weißt du, seitdem du unter die Profi gegangen bist, ne, bist du echt abgehoben. Ja, aber Geld macht arrogant. Ja, und warum fährst du eigentlich nur mit 59.000 Litern? Hast du es nicht nötig, 100.000 zu bewegen, oder was? Ja, hier passen. Der Micha hat noch nicht die Anhänger geliefert. Er hat noch nicht den Anhänger geliefert? Achso, ja, der Micha, ja. Und den 100.000 Litern, also muss ich so lange so fahren. Ja, ist okay. Ja, ich hoffe, er schafft es. Ich hab ihm den Link, den Fliegelink geschickt. Kann der unsere LKWs beschriften? Kann er bestimmt. Ich wollte mir das tatsächlich nochmal angucken, wie man sowas macht, ne? Ich finde das mega geil. Dann schreiben wir einfach über den Namen drauf, dann weiß jeder, wie welcher LKW gehört. Ja, gar kein Problem. Überall steht Uwe drauf. Kannst du mal gerade vergessen. Was? Du wolltest doch Fabian fahren. Zum Arsch die alle rosa. Nehme ich den, wo Uwe draufsteht. Ja, genau, nehmen wir alle den. So, wie viel ist denn hier noch? Ach du Scheiße, das hat er jetzt nicht gesagt. Das Mischfutter-Ding, ne? Produziert gefühlt schneller als ich rauslade. Das war super. Ne, ich weiß ja nicht. Du bist auch schneller, als du einlädst. Jetzt sei doch nicht so. Wie so eine Schippe. Reinschippen. Ich glaube, das wird nix. Der ist schon wieder voll, ne?
Echt krass. Der Produzierapparat, oder was? Ja, ja, der Produzierapparat ist mega voll. 5 Millionen Liter sind drin. Und es braucht ganz schön lange, bis das Ding hier vollgeladen ist. Und bis ich 2,5 Millionen Liter Mischfutter hier reingepackt habe, ne, fahre ich noch ein bisschen. Ja, das könnte noch was dauern. Haben wir noch, Gülle könnte noch gefahren werden, Mist könnte noch gefahren werden, Milch haben wir immer noch. Oh, guck mal. Mich hat die ersten Liter Milch verkauft. Ja, jetzt kommt er wieder 0 Let wieder auf. Ja, Micha, geht dir wahrscheinlich dann gleich so wie mir. Erstmal eine halbe Stunde hier stehen. Krass. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Village, Stroh, Heu haben wir noch. Ja, gut was drin. 50%, 40% von allem. Hat denn eigentlich schon mal einer unsere... Ja, unsere gemieteten Geräte sind schon wieder zurückgegeben, okay. Nicht so gut angekommen, habe ich das Gefühl. Ich fand die cool, die Maschine. Also ich fand das auch super. Es war zwar sehr lustig, die da hochzukriegen, aber sonst war das echt cool. Es war einfach mal was anderes, ne? Ja. Ich war ja letzte Woche nicht da, was hattet ihr denn gemietet? Die fettesten Seemaschinen. Ich muss es gerade mal gucken. Die aus diesem Burgo-DLC oder nee, Burgo haben wir nicht drauf. Wir haben die Seed Hawk XL Toolbar beziehungsweise die Seed Hawk XL gemietet von Federstedt. Die 25,6 Meter. Täuscht. Ja. Definitiv. Aber Borgo hat, glaube ich, noch eine größere, habe ich, glaube ich, gesehen. Meine auch. Das ist schon echt Wahnsinn. So, ich bin mal wieder voll, ne? Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ja. Das ist schwierig. Hopp. Na komm schon. Oh, komm, los, hopp. Ach los, komm schon. Geh doch. Ich fahr schon weg. Okay. Lohnt sich nicht für die 2 Kilo noch. Seid ihr noch am Häckseln oder was macht ihr? Ja, ein Häckselwagen steht hier voll vorne. Ich bin nur am Fahren. Braucht ihr Hilfe? Ja, ein Wagen steht auf dem Acker voll. Ja. Und den anderen, den fahre ich schon immer hin und her. Übersetze, du kannst den vollen Wagen wegfahren. Danke. Ach, guck mal, wir haben so eine ähnliche Gelbfarbe, nicht ganz so. Naja, wir haben jetzt einen goldenen und einen ADAC-gelben. LKW. Und zwei schöne. Ja, im schönsten sitzt Lenny drin, aber... Das liegt ja auch nur daran, weil der Lenny da drin sitzt. Hier steht die ganze Bändchenschlange an unserer Selbstvermarktung, Uwe. Ja, haben sie alle die Milchkannen dabei? Die haben alle die Milchkannen dabei, deswegen muss ich ganz viel Milch da reinkippen jetzt. Ja, ja. Ach, guck mal, da hat einer Uwe Neumann-Logos. Hey. Was? Ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich an diesem Fahren vorbeifahre. Glaube ich. Ah ja. Ich habe mir schon mal überlegt, hier stehen ja diese Radio-Plakate, ne, auf dem Weg zum Hof. Sollte ich jemals nochmal eine neue Version machen von der MVP, schmeiße ich da auch noch das Logo drauf. Man kann es auch einfach übertreiben, ich weiß. In Weiß-Gold bitte. Ich muss mal gucken, ob ich das in Gold hinkriege. Ich habe es leider nur in Silber oder in Schwarz. Silber ist auch okay. Silber ist das normale Schwarze, auf schwarzem Hintergrund, wie es vor der Tür steht. Das ist so ein Silber. Brücken habe ich heute, ey. Oh, solange das Ding nicht wieder irgendwo in den Bach versenkst und keiner es wiederfindet. Das meine ich ja. So. War schon wieder knapp. Ach da, oh, hier steht er direkt. Ja, er steht da vorne. Rückwärts. Yeah.
So, komm mit. Wir sind jetzt Freunde. Florian gibt alles. Ja, ich sehe schon, du bist da. Ja. Oh, passt. Hat mal einer den LKW von der Tankstelle abgeholt? Ja, ich gerade. Warum? Ah. Daher weiß ich ja, dass er so eine ähnliche Farbe hat wie den ich gerade vielleicht neu erworben habe. Macht eigentlich unser Silo King zum Schluss das Silo oder? Gerade erstmal Mist weg. Ja. Euer Mist mache ich. Nein, schnell nicht, der ja falsch. Nee, den Mist der Ladies machst du weg. ...1062 Stück haben wir davon jetzt. Ja, ist doch schon mal was. Ja. Ein Viertel, ne? Ein Viertel. Alle 1 Stunde 50 kriegen wir neue. Weiß das jetzt inzwischen eigentlich einer, wie weit diese Repo-Rate runtergeht? Ich glaube, die war schon letztes Mal auf diesem Niveau. Braucht ihr den Häckselwagen nochmal? Ich denke nicht, 2-3 eigentlich, glaube ich. Okay, haben wir hier hinten einen... Nee. Hat die denn da Sonnenblumen? Nee, Mais. Die hat nur irgendjemand hat Sonnenblumen davor gezählt. Ja. So, wir hatten da mal jemanden, der hatte versehentlich die Seemaschine 3 rein oder sowas verkehrt. Wer war das denn? Lukas. Guten Morgen. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. So. Kann man so einen Blumen hier auch häckseln? Ich glaube nicht. B, ja. Mann, ist hier ein Antrag in der Selbstvermarktung. Ich muss doch schon wieder ein Bildschirm bringen. Unglaublich, wa? Dann sei schnell genug, nicht, dass wir einen Aufstand kriegen. Ja, ich hab wieder 100.000 Liter dabei. Leg noch ein bisschen Klopapier daneben. Ich hab gehört, das auch wieder gefragt. Oh ja. Ja. Kann man dann nicht trocknen, eine Klopapierproduktion? Der Feed hat noch Klopapierproduktion, meine ich. Ja. Oh, ziehen wir ab nächstes Mal Klopapier. Boah, da muss ich die Map-Version umschreiben. Du wolltest doch eh noch das Logo. Ja, ich wusste, dass das jetzt kommt. Wir denken doch nur an dich, du wolltest doch überall den Faden von dir unterbringen. Was heißt denn überall? Dann wirkt das so als wäre ich so selbstverliebt. Nee. Wenn du das nicht tisch veranlagt, bist du doch bestimmt, oder? Natürlich, aber muss ja nicht. Ne, so. Dezent. Wie bitte? Machst das wie der Mario, der gibt das auch von sich selbst zu. Ja, das ist ein bisschen sehr verliebt ist in seine Das stimmt. Der steht da schon ein bisschen drauf. Ja, ich guck mal, ob da eine Klopapierfabrik drin ist. Das Problem ist, wahrscheinlich musst du für die Klopapierfabrik wieder dann irgendwelche Paletten und sowas machen. Stimmt sogar. Gibt Klopapier auf der langen Rolle nur. Mhm. Das bringst du dann der Produktion bei. Ja. Ich hab's zwar keinem, wie das geht, aber ich sag der Produktion das mal. Du machst das über lange Rollen. Ja. Nee, weil das sind so Sachen, die ich echt an Produktion hasse, warum ich ein echt Anti-Produktionsspieler bin, muss ich gestehen. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag irgendwo Bäume zu fällen, damit ich irgendwelche Paletten bekomme und das ist... Also wenn du das Feed-Ding drauf hast, der hat ja sogar eine Holzproduktion, das heißt, da ist ein Ding, da kippst du nur Diesel rein, glaube ich, dann macht der Holzstämme, die kannst du ins Sägewerk bringen, das Sägewerk macht dann, was macht das Sägewerk da draus? Paletten. Paletten, genau. Genau, Paletten oder Bretter. Ja, echt? Das gibt? Ja. Also du musst rein theoretisch keinen Baum fällen.
Okay. Ich glaube, das habe ich im Feldversuch gesehen. Bin mir nicht sicher. Ja, die da werden Stammpaletten hergestellt, ja. Aber die müssen, glaube ich, Bäume da reinschmeißen. Aber komplette Bäume schmeißen sie da rein. Ja. Was ist denn hier los, ey? Wer hat denn hier den LKW festgefahren? Oh, ich glaube, das ist ein Thema für die nächste Folge. Liebe Leute, wir sind schon wieder fertig für heute. Wir gucken mal, ob wir in der nächsten Session Klopapier herstellen oder nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüssikowski. Ciao.